Hallo und willkommen zurück im Studio Winter. Ich bin die Lucrezia und habe wieder meinen Kumpel neben mir sitzen. Und wir machen an der Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört hatten. Okay, ich hatte das Gefühl, als hätte Idi hier viel Zeit verbracht, bevor meine Mom diese Türen versiegelte. Okay, ihr seht, es geht sofort los. Ich habe nur die Maus einen halben Zentimeter bewegt und schon kam der nächste Text. Wir schauen nochmal. Genau, wir hatten gestern in Mollys Tagebuch geguckt. Und dann wurde ja auch im Stammbaum uns die Molly eingezeichnet. Das heißt, Mollys Geschichte ist jetzt an dieser Stelle für uns abgeschlossen und wir versuchen jetzt einfach mal aus dem Zimmer rauszukommen. Und da ist schon wieder der Kringel am Fenster. Dann schaue ich mich trotzdem nochmal um, ob ich da nichts übersehen habe. Aber sieht nicht so aus, weil die Tür ist ja versiegelt, hatten wir gesagt. Und ins Bad kann ich auch nicht weiter. Okay, nee, dann versuchen wir am Fenster rauszukommen. Die Hand, ja. Okay, so. Jetzt sind wir draußen. Okay. Das heißt, kann ich rechts rum? Nein. Okay, wir gehen einfach mal hier auf der Terrasse weiter, weil ich glaube auch nicht, dass es mein Ziel ist. Nein, auf den Baum zu gehen ist nicht mein Ziel. Das wird später noch offensichtlich werden, aber Mom hat mir diese Geschichten nie erzählt. Edie hätte es getan, aber Mom mochte nicht über die Vergangenheit sprechen. Obwohl sie es war, die unserem adoptierten, herrenlosen Kätzchen den Namen Molly gab. Okay, was haben wir hier? Okay, unser Esszimmer von oben betrachtet. Esszimmer, okay, eher das Kaminzimmer. Esszimmer war ja das, wo der Esstisch so etwas im Chaos versunken war. Was so gar nicht zum Rest passte. Jetzt ist es gerade dunkler geworden. Bin mal gespannt. Aha. Okay. Geradeaus seht ihr den Platz, wo ich glaube ich mit dem Kätzchen rumgehüpft bin. Aber ihr seht, hier ist das nächste Fenster, wo es reingeht. Da steht schon mal Strickwolle. Dann machen wir doch das Fenster mal auf. Okay. So. Und wir sind in einem neuen Raum. Wird gespeichert. Ich verbrachte viel Zeit in Uroma Idis Zimmer. Also, wir sind jetzt im Zimmer von der Idi. Da gucken wir mal, da leuchtet was. Da ist ein Sauerstoffgerät. Okay, da stand ja, glaube ich, unten auf dem Rollstuhl im Esszimmer. Erstmal einen Überblick verschaffen. Wir verstanden uns und es war ein guter Ort, mich vor Mom zu verstecken. Weil das ist ja schon schlimm, wenn sie sich vor ihrer Mutter verstecken musste. Als Idi den Leuten erzählte, Sven wurde von einem Drachen getötet, hätte sie auch sagen können, dass er von einer drachenförmigen Rutsche erschlagen wurde. Das hätte sie tun können, tat es aber nicht. Okay, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ganz am Anfang dieses drachenähnliche Metallmonster. Hier ist es nochmal auf dem Poster, was da in diesem Teich rumlag. Das hat ihn dann wohl erschlagen. Und hier Ups. eine Flagge von Norwegen, wenn ich mich nicht vertue. Sven, ein Bild von Sven. Hier ist nochmal ein Hausplan. Da hatten wir das ja auch, dass er das Haus wohl mitgebaut hat. Build 1937. Sven Finch. Okay, also er hat doch das Haus tatsächlich gebaut. Edie won't go. 72 Jahre alte Frau weigert sich, das Haus zu verlassen aufgrund von eines Waldbrandes. Einem kleinen Waldbrand. Eines Sommers evakuierten sie die Insel, aber Edie weigerte sich zu gehen. Ein paar Wochen lang war sie ein Promi. Okay. Schön, hier sind nochmal Barbara Concepts, Mural Sketches, okay. Gucken wir mal weiter, ein paar Hüte, ach hier am Fernseher sind noch ein paar Videokassetten. Ich habe mich lange, lange Zeit nicht als Edith Junior gesehen. Okay, das sollte wahrscheinlich von der Aussprache her Junior werden. Nee, macht ja keinen Kopf. Lauter kleine Tonhände. Nochmal ein Bild. Louis starb eine Woche bevor wir gingen, aber Edie hatte bereits damit begonnen, ihm ein Denkmal zu setzen. Auf einen Holzstamm Ja. gemalt. Edie strickte mir jedes Jahr ein paar neue Handschuhe, genau zur rechten Zeit, um die alten auszutauschen. Süß. Ich habe ja auch momentan Handschuhe an, das sieht man jetzt gerade nicht. Nee, aber ich habe einen ganz schönen Bauch, muss ich so feststellen. Aber gut, schauen wir mal hier weiter.
Sven und Idi haben hier gemalt, aber ich gucke jetzt erstmal, was hier los ist. Ihr Zimmer war wie ein Museum. Da unten steht jetzt nochmal Odin, 1880 bis 1937. Dann öffnen wir mal das Buch. Es war kein Buch, es war ein Fernglas. Nein, es ist nicht. Das kennst du nicht mehr. Das ist so ein Seit Durchklickbilder. 500 Jahren waren die Finches in ganz Norwegen für ihren Reichtum und ihr Unglück bekannt. Aha. Okay, also die norwegische Fahne war eben korrekt. Ups. Du musst das drehen, schätze ich mal. Odin Finch beerdigt das jüngste Opfer des Familienfluches, seine Frau Ingeborg und seinen neugeborenen Sohn Johan. Och Gott. Das erklärt auch dieses lose Blatt mit dem Namen Ingeborg im Stammbaum. Am 7. Januar 1937 setzte er mit seiner Familie und seinem Haus die Segel in der Hoffnung, den Fluch hinter sich zu lassen. Das Haus mitgenommen. Doch 12 Meter hohe Wellen vor der Küste von Washington sandten das Haus und Odin auf den Grund des Meeres. Das ist das versunkene Haus? Sieht so aus. Ha. Odins Tochter Idi mit Ehemann Sven und Baby Molly gingen ans Land ihrer neuen Heimat, Orcus Island. Odin Finch ist der Erste, der auf dem neuen Familienfriedhof zur Ruhe gelegt wird. Okay. Seine Tochter Idi träumte bereits von einem neuen Finch-Haus. Das war's. Komme ich hier raus? Komme ich nicht? Einen Moment. E Das hatten vielleicht? wir gerade. Nein. Oh, ich bin hier gerade noch am Puzzeln. Ah, okay. S lang genug drücken. Was immer mit dieser Familie nicht stimmte, der Ursprung lag lange zurück. Jetzt haben wir auch ein Bild zu Odin im Stammbaum. Und jetzt macht auch das Blatt von der Ingeborg einen Sinn. Ja, wird Die gespeichert. Mysterien und der Tod und darüber hinaus. Was für ein Buch, da stand eben. Ja, also hier komme ich nicht raus. Und nochmal, ob hier noch was ist. Aha! Happy 19th Birthday. Sogar in ihren 90ern schien Edie oft jünger zu sein als meine Mutter. Wie süß das Bild ist. Oh Gott. Flocati? Boah. Sehr Flocati. Die einzige Spur, die Opa Sams erste Frau Kay im Haus hinterließ, war das rosafarbene Badezimmer. Es war eine ziemlich markante Spur. Allerdings ist jetzt auch nicht so meine bevorzugte Farbe. Quietscheentchen. Brille. Okay. Oh, Ein verschlossenes Tagebuch. ich ahne etwas. Die Tür ist jedenfalls verPU-schaumt. Da ist, genau, die ist auch wieder versiegelt. Und ja, dann schauen wir mal am besten gleich in dieses Tagebuch. So, dann schauen wir jetzt einfach mal in dieses verschlossene Tagebuch. There's a secret in this bathroom by Sven and Edie Finch. Okay, es wird spannend. Dieses Badezimmer birgt ein Geheimnis. Ihr seht's da unten? Es ist der letzte Ort, an dem man suchen würde. Es ist nicht im Schrank versteckt. Es liegt in diesem Buch verborgen. Okay. Ja. Das sieht nach einem verborgenen Fotolabor aus. Calvin Finch. Geboren am 25. April. Kann man schlecht schau doch kurz erkennen. in den Stammbaum. Calvin.
1950 bis 1961. Naja, ist ja auch wieder Elf. sehr alt geworden. Genau. Oh, das ist aber ein ganz langer Schluff hier. Gut, hier. Sven gab Sam eine alte Kamera, die er repariert hatte. Er ließ sie nie aus den Augen. Was haben wir noch? Eine Lampe, ja klar. Anfassen kann ich hier aber nichts. Okay, manchmal bückt sie sich so schnell alleine. Milton steht auch hier wieder an der Wand. Manchmal habe ich ja schon ein bisschen Angst, um die Ecke zu gucken. Okay. Den schieb. Genau, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, damit ich auch weiß, wenn von links was springt. Und jetzt sind wir hier. Hä, sitzt da oben was? Ich hoffe nicht, dass da was sitzt. Aber gut. Fort Calvin. Okay. Wir sind also jetzt hier in dem nächsten Raum. Zigarettenstummel. Ich dachte, das wäre noch ein Kind gewesen. Aber das ist wohl ein geteilter Raum, weil das hier ist. Odin Finch Nationalpark. Ja, mal schauen, was. Fort Sam. Ah, okay. Also das war das Bett vom Sam. Join and Fight. Da sieht es so aus, als wäre der irgendwie beim Militär gewesen. Einfach mal eine reine Vermutung. Dias, Bilder. Und was haben wir hier? Noch ein Bild. Könnte die Dawn sein, zu vermutend, also die Mutter, aber. Das da oben sieht echt komisch aus. Das ist mir irgendwie suspekt. Okay, das ist so. Cool, das ist. Siehst du das eigentlich? Was? Das ist ein richtiges Fort. Da geht die Treppe hoch, über die Hängebrücke, in dieses Türmchen rein, wo das ist, was dir gruselig ist. Ja, ich kann aber nicht. Doch, du kannst die links, guck mal nach links. Ja, okay. Ich wusste, dass Opa Sam einen Zwillingsbruder hatte. Jetzt wird's aber sehr skurril. Und dass er niemals über ihn sprach. Jo. To Command Center. Okay, dann. Traue ich mich mal nach oben, auch wenn es mir irgendwie gar nicht passt. Aber wir gehen mal gucken. Dass Opa die Geschichte genauso wenig mochte wie meine Mom. Der Rest ist, glaube ich, oben drüber. Guck mal hoch. Schnell. Oh. Nee, Ich glaube, das stand noch an der Wand. nee. Calvin. 1915 bis 1961. Da stand er im. Oh, ein Bild. Okay. Das sieht aber schon fast eher wie so ein Altar aus, ne? Das ist so ein Bild, was die Edie eben schon angefangen hatte für den Louis. Und da kommt die Geschichte von Calvin. Erinnerungen an meinen Bruder von Sam Finch. Ich weiß noch, wenn er sich mal für etwas entschieden hatte, war es das. Okay, so, wir sind jetzt hier am Schaukeln. Das ist mein linkes Bein und das ist mein rechtes. Okay, wahrscheinlich soll ich anfangen zu schaukeln. Wir versuchen es mal. Es ist nicht so einfach. Aha, okay, die Maus macht es. Mein Bruder sagte, er stürbe eher, als noch einen Pilz zu essen. Und so war es auch. Ah ja. Als Barbaras Begräbnis schwor er, auf Barbaras Begräbnis schwor er, nie wieder Angst zu haben. Und das hatte er auch nicht. Ich glaube, Kelvin wollte immer fliegen. Okay. Traum vom Fliegen. Sam, Kelvin, Abendessen ist fertig. Okay. Komme. Das war jetzt wieder ein Dialog an der Stelle. Der erste Dialog, glaube ich, oder? Ja. Aber an diesem Tag entschloss er sich wohl, es zu tun. Fliegen? Sieht so aus. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so. Ich sagte ihm, er würde es nie ganz rumschaffen. Ah, ich soll mich mit der Schaukel überschlagen. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Kevin, ich sag's dir noch einmal. Nicht noch einmal. Vielleicht wäre es ja auch anders gekommen, wenn der Wind nicht gewesen wäre.
Byway. Vielleicht wäre er dann noch hier. Puh. Boah. Das Feeling ist erstaunlich. Ich glaube, er hatte sich schon entschieden. Also das ist echt komisch, als ich. Puh, die Perspektive, das macht's echt nicht besser. Das ist es, was ich von meinem Bruder in Erinnerung halten möchte. Krass. Eieiei. Wow. Oh Mann. Ach du gute Güte. Das ist echt krass. Wow. Oh Gott. Oh. Wow. Oh. Hilfe! Oh, ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann nur zugucken, wie wir uns überschlagen. Oh, den Tag, an dem er sich entschied zu fliegen. Und er tat es. Oh, Alter. Leute. Das war echt hart. Und das war Kevin. Und er bekommt sein Bild in unserem Stammbaum. Kevins Geschichte fühlte sich seltsam vertraut an. Als ich jünger war, erinnere ich mich, genau dasselbe versucht zu haben. Ja. Das war dann die nächste Story. Es wird gespeichert. Puh, okay. Hier hatten wir soweit alles geguckt. Wir gehen mal weiter wieder runter. Nach der Beerdigung sperrte Edie die Hälfte von Kevins Zimmer mit einem Seil ab. So, kommt jetzt noch was? Ansonsten würde ich das nutzen, um mal kurz eine Pause zu machen, bevor wir hier weitersuchen. Es gab auch gerade den Speicherpunkt. Also bis zur nächsten Folge. Bye, bye.